Wollen noch mal ein bisschen mehr auf das Thema MBA eingehen, weil das hast du ja auch einen Text dazu verfasst, sage ich mal. Das Problem ist die Heuchlerei der MBA. Also jetzt, du hast ja gemeint, nicht der Spieler, sondern der Organisation an sich, die jetzt das Thema irgendwie sehr politisch für sich aufbereitet. Wie sieht diese Heuchelei aus? Führ das mal ein bisschen mehr aus. Genau, also die NBA hat ja jetzt die letzten 2 Monate in ihrer Bubble, die sie veranstalten, haben sie auf den Trikots der Spieler gewisse Begriffe platziert, und da ging es dann eben um so Begriffe wie Equality, Justice und Liberation und Black Lives Matter natürlich. Und da gab es dann ja auch Diskussionen darüber, wie hilfreich solche Begriffe auch wirklich sind, wenn sie auf Trikots platziert werden. Und ich habe dann in meinem Text eben ausgeführt, dass die NBA an sich als Organisation eigentlich damit nur Symbolpolitik betreibt, aber eigentlich gar nicht auf die wahren Probleme eingehen möchte, also auf die strukturellen Probleme, weil die NBA selber von diesem System ja derzeit profitiert. Und gerade wenn es um so Themen geht wie ja, Konzerne besteuern oder Marihuana, Besitz von Marihuana und Verkauf von Marihuana oder Krankenversicherung für alle, ist die NBA eben nicht aktiv. Und deswegen ist es für mich reine Symbolpolitik, die derzeit betrieben wird. Denn die meisten Menschen in den USA haben ja derzeit gerade soziale Probleme, wie dass eben eine Krankenversicherung fehlt oder dass sie nicht genug zu essen haben. Und die werden eben, ja, diese Probleme werden nicht gelöst mit Sprüchen auf Trikots. Und natürlich spielt auch das Thema Polizeigewalt eine Rolle, klar. Du kannst natürlich sagen, ja, wir haben ein Problem mit Polizeigewalt, aber was unternimmst du auch wirklich, um dagegen vorzugehen? Und außer den paar Spielern, die sich wirklich dafür einsetzen, also wirklich LeBron James zum Beispiel, der sich auch wirklich seit Jahren dafür einsetzt und selber auch aktiv ist, sehe ich da eigentlich nicht wirklich eine zielgerichtete Vorgehensweise. Also es ist für mich einfach nur, ich gehe auf die Straße, protestiere, aber was tue ich wirklich aktiv politisch dagegen? Setze ich auch Demokraten unter Druck und nicht nur Republikaner, weil beide Parteien müssen dagegen vorgehen. Und ja, das fehlt mir. Mir fehlt diese klare Strategie einfach. Und die NBA ist natürlich als Organisation einfach, ja, für sie ist es einfach perfekte Werbung, die derzeit stattfindet. Und das hat nicht wirklich was mit einer Aufrichtigkeit zu tun, also mit einer aufrechten Haltung, sondern die geht's wirklich darum, wie kann ich eben mehr Profite erzielen, und da kann ich dann eben auf diesen Zug aufspringen. Hey, guck mal, es ist ja ganz cool, wenn ich sage, Rassismus ist schlecht und alle müssen gleichberechtigt behandelt werden. Ja, Ist doch ich meine, dann. wer ist für Rassismus heutzutage? 99% der Gesellschaft, würde ich mal behaupten. Also sagen öffentlich zumindest, hey, ich bin gegen Rassismus. Natürlich ist es da kein großes Ding zu sagen als Organisation, hey, ich bin gegen Rassismus. So, Ja. ja, toll. Was mich halt stört, ist, du kannst ja als Organisation, es hat es ja schon immer gegeben, auch im Fußball, Antirassismus-Kampagnen machen und No to Racism und was auch immer. Aber sich mit einer von Demokraten finanzierten Bewegung gemein zu machen und diesen Slogan Black Lives Matters, also ich meine, diesen Worten würden wir, glaube ich, alle zustimmen, sowieso, aber ich meine, das ist eine politische Bewegung, die ihre Interessen hat und die auch von Interessen gesteuert wird. Und die dann so zu promoten, also ich meine, die machen ja nicht ihre eigenen Zeichen und Kampagnen, was ich ja okay fände. Als Organisation sprechen wir jetzt da und dafür. Du machst dich mit einer Bewegung, wo gewisse Interessen dahinter setzen, gemein und sagst so implizit, ja, wählt Biden. Also du machst ja Wahlkampfwerbung. Und ich Ja, finde, da ja. solltest du schon neutraler sein. Also ich finde es schon bedenklich, dass jemand, der so viele Leute aus aller Welt erreicht, und das macht ja die NBA, jetzt, was die Spieler jetzt persönlich in ihrem Privaten machen, das ist komplett egal. Die dürfen politisch äußern, was sie wollen, aus meiner Sicht. Aber sich dann als Organisation hinzustellen und zu sagen, ja, wir sprechen jetzt dafür und wir unterstützen jetzt eine von Demokraten finanzierte Bewegung vor dem Wahlkampf, das hat für mich also mehr als ein Geschmäckle eigentlich. Ja, Das und ist. auch, dass es jetzt im Jahr 2020 erst wirklich aufgegriffen wird, also wie Ja, eben auch sowieso. mit dem anderen Thema, mit dem anderen Text, das ich geschrieben habe. Es ist einfach,
Der Zeitpunkt mutet halt komisch an jetzt generell wieder, weil eben die Präsidentschaftswahlen anstehen und das ist natürlich, ja, das habe ich im Text auch nochmal aufgegriffen, dass eben, ja, dass jetzt erst wirklich darauf eingegangen wird und das kritisiere ich halt sehr stark. Ja, und diese Einspieler Genau. und die es dann immer in den Pausen gibt und so weiter. Ich meine, das mit den Slogans finde ich gar nicht mal das Schlimmste, aber weil da hast du ja noch irgendwie als Spieler eine Freiwilligkeit, ja, will ich jetzt so einen Slogan oder will ich ihn nicht? Ja, nur das Problem ist auch, diese Slogans erreichen halt niemanden, weil die Leute, die NBA-Spiele auch anschauen, die sind ja eh schon eher dazu geneigt zu sagen, ja, ich solidarisiere mich mit den Bewegungen, die unterstützt werden. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Rassist die NBA anschaut und sagt, oh, ich hasse die NBA und ich bin gegen Black Lives Matter und so und ich gucke es mir aber trotzdem alles an. Also das ist für mich eher Also dann unwahrscheinlich würdest du das tatsächlich. momentan nicht aushalten, weil du kriegst es mir Genau, in den Kopf geprügelt. Wenn du eben. guckst, Deswegen, ich glaube, du erreichst damit nicht wirklich neue Menschen oder neue Wählerschichten auf die Art und Weise. Und ja, sowieso. deswegen, ja. Also du verfestigst einfach nur die Lager und Ja. dass auch ja keiner ausbricht. Genau, ja. Ja, Ja. das war so der grobe Überblick über den Text. Ich habe dann auch noch ein bisschen Bezug genommen auf Mesut Özil, der ja damals auch sich dazu zu dem Thema mit den Uiguren geäußert hat in China und auch kritisiert hat, dass da quasi auf fußballerischer Ebene nicht wirklich Bezug genommen wird. Also wenn es um Rassismus geht, wird Bezug genommen, aber eben nicht, wenn es um die Unterdrückung von anderen Minderheiten geht und Ja, sowieso nicht. was ja auch de facto eine Form von ja anderem Rassismus ist, also quasi eine Unterdrückung auf andere Art und Weise. Es Ja. gab ja auch einen Footballer, der vor ein paar Monaten, vor 2, 3 Monaten, ich glaube Anfang Juni war das, wo dieses Black Lives Matter dann so richtig gehypt wurde, der hat dann teilweise Hitler-Zitate auf seine Instagram-Page gepostet. Deshaun Jackson heißt der. Um halt irgendwie deutlich zu machen, ja, die Juden haben uns Schwarzen jetzt auch irgendwie versklavt und so weiter, aber hat halt dafür Hitler-Zitate benutzt. So auf die Art. Und komischerweise gab es da keinen großen Shitstorm, weil ich glaube, irgendwie gerade im Football, ich glaube, 2 Wochen davor hat Drew Brees ja eigentlich nur gesagt, dass er sich nicht bei der Nationalhymne hinknien würde, weil er dafür zu viel Respekt vor dem Land hat. Irgendwie sowas. Muss man jetzt nicht cool finden, aber ich finde es, wenn er das so machen will, soll er das so machen aus meiner Sicht. Das macht ihn jetzt nicht zum Rassist. Und da gab es also selbst Teamkollegen haben dem dann auf Twitter oder sonst was halt geschrieben, ja, du bist auch Teil des Problems, wenn du so denkst. Und genau das ist eben die Haltung, die es jetzt nicht braucht. Und der musste sich dann in aller Öffentlichkeit natürlich entschuldigen und hat dann zurückgerudert und hat, ich unterstütze jetzt natürlich auch Black Lives Matter. Ne? Also Ja. musste sich da, und Drew Brees ist wirklich eine Hausnummer in der NFL. Also das ist wahrscheinlich nach Brady der bekannteste und erfolgreichste Spieler momentan, zumindest auf der Quarterback-Position. Das ist wirklich eine ganz schillernde Figur. Also der ist schon ewig, ich glaube auch schon an die 40. Ist eine Legende, ja. Das ist jetzt kein Ja. kleines Lichtchen, was du mal so rausschmeißen kannst. Den hat man schon offentlich, hat man schon gemeint, ja, den musst du jetzt entlassen. Genau, das ist eben das Problem. Also bei in der NBA gab es auch einen Spieler bei den Orlando Magic war es, glaube ich, der ja auch, also auch ein schwarzer Spieler, der auch gestanden ist bei der Nationalhymne, der auch gesagt hat, ich möchte nicht niederknien, aber ich unterstütze natürlich trotzdem auf eine andere Art und Weise meine Community oder generell eben Ja, die es ist ja eh Schwarze. nur eine reine Symbolik. Genau. Und ich finde es auch schlimm, wenn Menschen eben dazu gedrängt werden, sich offen damit zu solidarisieren. Also warum muss jeder Mensch sich jetzt niederknien? Das ist ja auch Blödsinn, die dann dazu zu zwingen, irgendwas zu machen. Ja. Ja. Aber Joe, wie guckst du die NBA-Pausen? Bist du Du, immer ich gucke ja nur die der? Highlights an, praktisch. So. Deswegen, ja, ist es halt so. Mich würde interessieren, so was soll die NBA denn jetzt, so going forward, was soll sie machen, um was in dem Thema, weiß ich nicht, wenn man hier vorwurft, man hat es jetzt alles viel zu spät gemacht. Was soll man denn jetzt dann machen in Zukunft, um das die ganze Sache, sage ich mal, kredibiler zu gestalten?
Was wäre jetzt da eine gute Idee, jetzt auch nach dem Wahlkampf, wenn das Ganze rum ist? Was passiert dann? Ja. Was wäre dann eine gute Idee? Weil an sich, so Black Lives Matter ist ja ein gutes Anliegen so, aber was soll die halt konkret machen? Also aus meiner Sicht sollen, also aus meiner Sicht muss die NBA überhaupt nichts machen, tatsächlich. Also ich kritisiere ja nicht, dass die jetzt irgendwie vor 5 Jahren nichts gemacht haben, sondern ich kritisiere ja, dass sich eine Organisation hinstellt, die ja eigentlich sehr viele Menschen hat, die auch eine gewisse Verantwortung hat und sich mit einer interessensgeleiteten, und es ist nun mal so, Bewegung gemein macht. Also mir geht es jetzt nicht um das Thema an sich. Also du kannst dich ja gegen Ja. Polizeigewalt aussprechen oder so, aber du machst ja, du machst ja, die machen ja auch Vote-Kampagnen, also go vote. Also Ja, die ja. Prügel im Kopf, das ist ein Riesenproblem. Und du musst ja jetzt wählen gehen, dann ändert sich was. So auf Also die Art. ich glaube, Ja. die NBA macht sich halt unglaubwürdig, wenn sie halt eine Organisation unterstützt und dann halt bei anderen still ist und das oder leise ist. Das ist das, was mich stört. Also entweder du sagst halt gar nichts oder du musst dann auch wirklich all in gehen und sagen, okay, ich solidarisiere mich auch mit Uiguren in China, ich solidarisiere mich auch mit Menschen, die fliehen vor Gewalt wie im Jemen oder in Syrien. Weißt du, du kannst halt nicht nur auf ein Thema irgendwie dein Augenmerk richten. Das ist das, was mir halt so ein bisschen, was mich stört an der ganzen Thematik. Also wenn, dann glaube ich auch wirklich nur, dass die Spieler selber politischen Druck ausrichten können, weil die NBA ist eine profitgesteuerte Organisation und die hat kein Interesse daran, strukturell in den USA Veränderungen durchzuführen. Das heißt, ich glaube, dass die NBA an sich auch eher wenig oder gar nichts machen sollte in der Richtung, sondern eher die Spieler an sich dann diese Inhalte voranbringen müssen. Ah, die Und NBA ist jetzt dann. ja ein Politikum, die hat sich politisiert, die ist Ja, jetzt stark ja. politisch und das wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft dann nicht mehr ändern. Und das ist jetzt Nee. eine politische Organisation geworden, das heißt, die wird auch in Zukunft ihre politischen Interessen vertreten wollen. Ja, Und aber was soll, welche? also, ja, was soll, ja, keine Ahnung, Black Lives Matter ist ja an sich ein guter Anfang so, vom Prinzip her. Und wenn dann du halt irgendwie andere Themen jetzt halt dann erst going forward aufgreifst von mir aus. Aber dann weiß ich nicht. Deswegen frage ich ja, die wird jetzt nicht, nach dem Wahlkampf wird man schwer den Zuschauer vermitteln können, so, ja, hey, jetzt ist uns Politik wieder egal, weil Biden ist Präsident geworden, oder wir machen jetzt nochmal 5 Jahre Black, oder 4 Jahre Black Lives Matter, weil Trump wieder gewonnen hat oder so. Also es wird ja, in der Also Hinsicht meine, muss ja irgendwas ja, weitergehen, ich weil glaube es ist meine, jetzt eine politische Organisation. ja, ich glaube halt meine Vermutung ist, wenn Biden gewählt wird, wird tatsächlich die NBA aufhören, diese Clips zu schalten. Ich glaube wirklich, dass es dazu kommt. Also ich glaube, es hat wirklich mehr mit Trump zu tun als wirklich mit der Organisation an sich. Das ist Also einfach, wird die Organisation dann wieder eine unpolitische praktisch danach, weil ich glaube, davor war dass die die NBA ja NBA, eine, wie die Bundesliga an sich, so eine unpolitische, einfach ein Sportding. ich glaube Ja. schon, ja. Okay. Also das ist schwierig, weil dann ist eine sehr lächerliche Nummer gewesen. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das dann so handhaben wird. Also ich glaube, dass die NBA das nur aufgegriffen hat, weil es für sie natürlich willkommenes Thema war jetzt zur richtigen Zeit und weil die Spieler auch Druck gemacht haben. Ich meine, die Spieler haben ja anscheinend im Hintergrund auch gesagt, wenn da nichts passiert, dann werden wir auch nicht spielen. Also gab es ja auch die Berichte Ja. darüber. Deswegen, ich glaube, die Spieler haben sehr viel Druck ausgeübt, und die NBA an sich hat auch gemerkt, okay, uns kann es ja nur zugutekommen, wenn wir das machen. Und deswegen halte ich es auch für eine, also von der NBA aus halte ich es für eine reine PR-Kampagne, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass es Interessant. jetzt eher so ein Thema für die Bubble ist, weil Ja. danach fängt ja die neue Saison wieder an Ja. und dann wird wahrscheinlich wieder, also denke ich jetzt vielleicht mal, jeder wieder in der Heimhalle spielen. Und dann, also in der Bubble, da übernimmt ja schon, also diese Clips, die da eingespielt werden, die gelten jetzt ja für die Bubble. Das sind ja so Ja. allgemeine Clips. Genau, Und ich glaube, ja. wenn dann jeder wieder Heim- und Auswärtsspiele hat, dann kann man das gut damit begründen, ja, jetzt fängt ja die neue Saison wieder an und jetzt sind die Teams mehr wieder selber für ihre Clips verantwortlich, je nachdem, wer halt irgendwie gerade Heimspiel hat oder wer die Übertragung übernimmt oder so. Ja, oder wie die Bugs halt, ja, ich habe ja, es hat ja was gebracht, wir haben 2 Tage ausgesetzt und jetzt wird sich auf jeden Fall was verändern. So. Oder im Tennis gab es ja auch die Aktion von Osaka, die dann
gesagt hat, ich habe jetzt einen Tag länger ausgesetzt, jetzt habe ich sehr viel getan für die Organisation an sich. Ja, ich meine, das ist so halt lächerlich. Einfach, das ist halt einfach lächerlich, wenn du glaubst, dass solche Aktionen halt wirklich langfristig irgendwas bewirken. Das ist ja nicht hilfreich. Ja, ist halt Symbolpolitik, ja. Nichts anderes. Also klar, dann bist du ein paar Tage in den Medien und dann gibt's einen riesen Aufschrei und dann kannst du dich hinstellen hier. Ja, also ist halt alles schwierig so. Das ist halt auch alles irgendwie auf diese emotionale Ebene immer. Also immer dieses ganz Emotionalisierende und wer da nicht mitmacht, der ist ja auch Teil des Problems. Und also du musst doch irgendwie, also ich fände es auch nicht schlimm, wenn die Spieler jetzt so eine Debattenkultur da reinbringen würden in die NBA. Aber die Spieler halt von sich aus. Ja. Und wenn die NBA halt lediglich die Plattform dafür ist, dann wäre das ja in Ordnung. Wenn die NBA sagt ja, okay, hey, das sind unsere Spieler, die sagen das halt, solange es jetzt keine komplett verfassungsfeindlichen Aussagen sind, aber hey, dann musst du auch damit rechnen, dass jemand die Republikaner unterstützt oder Trump-Fan ist oder so und das dann halt auch sagt. Und dann musst du das auch akzeptieren aus meiner Sicht. Da kannst du nicht irgendwie auf den Finger zeigen, der ist Teil des Problems, ja, der wird jetzt entlassen oder so, weil ich glaube, das würde jetzt passieren. Ich stell mir vor, jetzt würde ein Spieler Werbung für Trump machen momentan. Irgendwie auf Twitter oder sonst was. Ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwie der Bubble irgendwie einen Ball anfassen würde, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, momentan fährst du so eine emotionalisierende Kampagne und dann spricht einer, also erstens mal, ich glaube, es gibt ein paar Spieler, die Trump supporten würden, auch Schwarze tatsächlich. Und die halten halt ihren Mund jetzt momentan, weil die genau wissen, da kriege ich unglaubliche Karrierenachteile momentan. Also wenn du schon eine Art Debattenkultur schaffst, was ja an sich okay ist, aber dann überlass den Spielern das Feld und dann musst du es auch einfach akzeptieren, wenn jemand halt dann abweicht mit der Meinung. Hm. Ja. Das ist so mein Vorschlag. Ja, das ist das Problem. Wenn eben jetzt berühmte Persönlichkeiten irgendwie sich für Trump aussprechen, dann wird es halt, die werden auf jeden Fall nicht mehr so ruhig schlafen wie davor. Ich glaube, das wird für die schon ein bisschen heikel. Die gelten dann quasi als Ausgestoßene in ihrem Kreis. Ja. Wir kommen dann gleich zum nächsten Thema, nämlich auch eine sehr spaltende Debatte, nämlich Corona. Und wir bleiben erstmal beim Sport, weil wir hatten ja einen Artikel bei uns über den Joshi Caibu, der ist auch Basketballer, aber in Deutschland nicht ganz so erfolgreich gut. dieser Joshi Caibu war am 1.8. und am 29. auch, da hat er sogar eine Rede gehalten, aber am 1.8. um die Demo-Teilnahme geht es jetzt. Da war er nämlich in Berlin auf dieser Massendemonstration und dort hat er Bilder auf Instagram gepostet und so weiter und so fort. Und da dort ja auch die Hygienemaßnahmen teilweise nicht eingehalten wurde oder irgendwelche Auflagen, hat dann Bonn, Telekom Baskets Bonn, sein Team, hat dann gesagt, ja, du bist ein permanentes Infektionsrisiko und deswegen müssen wir dich fristlos entlassen. Das haben wir ja, glaube ich, auch wieder, wenn man halt Dinge äußert, die jetzt vielleicht nicht gerade so en vogue sind oder sich ein Ding zeigt, aus meiner Sicht, die Angst wahrscheinlich, die jetzt momentan auch einige haben, nicht nur der NBA oder mit Republikaner oder Trump oder sonst was, sondern jetzt auch im Thema Corona, das hat schon auch eine politische Motivation dahinter gehabt, weil wenn man sich anguckt, irgendwie die Saison beginnt, glaube ich, am Anfang November und der war am 1.8. auf dieser Demo. So, ich glaube, die sind vielleicht jetzt in einer Woche oder so fängt da vielleicht das Mannschaftstraining an oder noch weiter weg. Also selbst wenn er sich da infiziert hätte, und vor allem, die werden ja eh alle durchgetestet, bevor die wieder ins Training gehen wahrscheinlich, dann kommst du halt in Quarantäne und dann ist gut. Auch die Erklärung war ja, der ist ein permanentes Infektionsrisiko und wir verhandeln gerade mit dem Gesundheitsamt, wie wir hier ein Hygienekonzept auf die Beine stellen können, vielleicht sogar mit Zuschauern oder sowas. Und was in meinem Text dann eben auch zur Sprache kam, ist eben, dass der Sport momentan, weil er eben so abhängig von Genehmigungen ist, sich sehr in diese Regierungspolitik da integriert und sich sehr fügt. Und dann eben so eine abweichende Stimme, auch wenn es nur ein einziger Spieler war, der auf der Demo war, dann, Gott, oh Gott, das könnte uns in den Verhandlungen ja schaden, weg mit. Und das ist eben momentan echt auch aus dieser emotionalen Diskussion heraus. Ne? Und diese Abhängigkeit, gerade in Corona-Zeiten, die
nicht nur der Sport natürlich an die Gesundheitsämter oder so zum Beispiel hat, sondern eben auch diverse Firmen, Betriebe, Läden, die ja auch irgendwie was ausarbeiten müssen und dann das Go kriegen müssen und so weiter. Also du darfst da, also das führt dazu, dass du ein Urvertrauen in den Staat entwickeln musst, zwangsläufig. Und dass du halt auch, also das führt auch da, unter anderem dazu, wenn jetzt jemand ohne Maske in deinen Laden aussehen rein, oder dass dann alle Hysterie, Gott, oh Gott, wenn das Gesundheitsamt sieht, ne? Also das führt ja zu dieser Spaltung der Gesellschaft einfach noch weiter. Und damit, das ist ein Mechanismus, damit sich die Regierenden sozusagen ja eigentlich ja in ihren Regeln ja ständig bestätigt fühlen, weil die fügen sich ja alle, die arbeiten was aus und die müssen sich regelrecht einschleimen, sage ich mal. Ja, und ja, ich finde die Entlassung tatsächlich nicht gut. Auch wenn ich natürlich jetzt ja andere Sichtweisen auf Corona habe als jetzt du zum Beispiel. Jetzt nicht so, sage ich mal, ja, kritisch gegenüber der Corona-Politik insgesamt eingestellt bin. Aber ich finde jetzt nicht gut, wenn Leute eben wie jetzt in dem Fall entlassen werden, weil sie anscheinend gegen Auflagen verstoßen haben und weil sie ein potenzielles Infektionsrisiko darstellen. Also das ist für mich alles ein bisschen zu hypothetisch und deswegen finde ich da, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt rechtlich eine Grundlage dafür gibt, sowas durchzusetzen. Ne? Kompletter Schwachsinn. Ich hoffe, dass der vor Gericht sich einen Anwalt genommen hat. Ja. Ohne Witz. Hat er auch, ja. Ja, dann müssten die den ja schon wieder eingestellt haben oder nee, so irgendwas müsste auf jeden Fall halt passiert sein, weil da müssen die halt zahlen oder wie auch man sich auch immer gerichtlich oder außergerichtlich halt einigt, aber im Recht ist der Verein ja halt auf keinen Fall. Nee, glaube ich nicht. Den zu entlassen, nein, ist ja schwachsinnig. Ja, und das Ding ist halt, also gerade im Sport hat man das übrigens auch in der, das habe ich auch nochmal separat aufgegriffen, hat man auch in der Bundesliga zum Beispiel gesehen, dass da doch wirklich die Bundesliga als Liga an sich, dadurch, dass man halt so eng dann natürlich zusammenarbeiten musste mit der Politik, dass man da auch enger zusammengerückt ist. Es gab ja dann zeitweise auf dem Trikotärmel bei Bundesligaspielern gab es ja diese Werbung für diese Corona-App. Die App gibt's halt, wer sie runterladen will, der soll sie runterladen. Jeder Spieler, ob er jetzt für diese App war oder nicht, oder ob er jetzt überhaupt für diese ganzen Maßnahmen war oder nicht, ich meine, da gibt es bestimmt viele, die würden auch gern was sagen, aber denken sich halt, ja gut, also ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwie dann vor Gericht zu gehen, zumindest wenn ich entlassen worden bin. Und ja gut, die Davi hat ja da sich mal kritisch zu geäußert vom VfB, ja. Und die Davi von, ach so, vom VfB Stuttgart, ja, hat sich mal kritisch irgendwie über die Maßnahmen geäußert auf Instagram, glaube ich, und hat dann auch ziemlich einen ziemlichen Backlash medial auch bekommen, weiß ich noch. Ja, da gab es eine Zeit lang, ich glaube, Boris Becker hat auch mal gesagt, ja, natürlich werden wir dieses Jahr noch Tennis spielen. Das war ganz am Anfang von dieser Corona-Zeit. Das war, glaube ich, Anfang April oder so, wo dann irgendwie, wir werden dieses Jahr kein Tennis mehr spielen können und so weiter. Da hat er gesagt, ja, komm, natürlich werden wir noch Tennis spielen. Ja, also das wird ja schon auch irgendwie sich wieder beruhigen. Und da hat er dann auch schon einen Shitstorm gekriegt. Oder wenn ich an Jens Lehmann denke, der irgendwie gesagt hat, ja, warum sollen wir denn nicht ein paar Tausend im Stadion lassen können, was ja jetzt genau diskutiert wird. Also gut, klar, das waren noch andere Zeiten, sage ich mal, weil jetzt hat man ja gesehen, die Infektionen sind ja fast am Nullpunkt mittlerweile, was sich jetzt im Winter wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern wird, aber wir haben natürlich aber trotzdem, ich meine, die Idee mal zu diskutieren wäre doch eigentlich okay gewesen. Also man muss ja dann nicht sagen, ja Gott, wir lassen jetzt 10.000 die Allianz Arena, aber also wie man ihn da, ja, das ist doch Zündstoff und der irritiert und also, ja, es war mir alles ein bisschen zu eindeutig und wir sehen ja jetzt auch im Nachhinein, dass es so eindeutig nicht war, wenn den Spahn selber irgendwie sagt, ja, manche Maßnahmen hätten wir nicht machen müssen, also hätte man auch ein bisschen früher drauf kommen können, aus meiner Sicht. Also es gab genug Leute, die das von Anfang an hinterfragt haben. Also ja gut, das ist ein anderes Thema, aber ich meine, wenn man die Diskussion darüber halt gar nicht zulässt, dann kann man das halt erst im Nachhinein natürlich betrachten und sagen, oh ja, hätte ja keiner ahnen können. Ja, weiß nicht, ob man das nicht irgendwie zumindest im Hinterkopf hätte behalten können. Aber gut, also vor allem auch, dass jeder Spieler mit dieser Corona-App-Werbung rumlaufen muss. Ja, als ob da die ganze Liga dahinter steht. Also
Was gibt es für ein Zeichen? Und es ist auch wieder so, der Sport wird so einen politischen Raum, ja, weil der Sport ja eigentlich immer sehr neutral und apolitisch fungiert hat, so ein bisschen. Aber du öffnest diesen Raum ja nicht, weil du wirst ja in dieses Korsett gezogen, ja, die und die Position musst du vertreten, weil das bringt uns ja Pluspunkte in den Verhandlungen mit der Regierung. So kam mir das vor. Hey, wir werben eure Corona-App und dafür kriegen wir ein paar lockere Auflagen und sowas. Das ist bedenklich, weil die DFL natürlich mit ihren Teams und die Bundesliga reicht so viele Leute und das ist keine Diskussionskultur, die da geschaffen wird. Das ist ja einfach nur ein Weiterreichen von Regierungsmeinungen. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde halt die Entlassungsgrundlage einfach, ja, sehr, die ist nicht gegeben, also für mich. Deswegen, und ich finde auch generell, dass es sehr bedenklich ist, wenn Menschen entlassen werden, weil sie anscheinend gegen irgendwelche Auflagen bei Demonstrationen irgendwie verstoßen haben. Also ich finde halt, das setzt auf jeden Fall kein, ja, nichts Gutes voraus für die Zukunft. Und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, was passiert ist. Dem würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Was jetzt mit der, also die Bundesliga, wenn wir jetzt darauf gehen, ich finde, die sollte halt so weit möglich unpolitisch bleiben. Ist ja klar, dass du irgendwie dir halt in der Zeit eine gewisse, also dass du halt alles gemacht hast im Prinzip, dass was möglich war, dass die dich wieder halt spielen lassen, weil sonst halt im Endeffekt viele Menschen ihren Job verlieren, viele natürlich auch viel Gelder wegfallen, FIFA Pro. Also du hattest ja im Prinzip hattest du ja keine andere Wahl, glaube ich, als Bundesliga groß jetzt gehabt, als es mitzumachen. Und das wäre auf jeden Fall besser, wenn es halt in Zukunft soll halt jeder Verein halt einfach wieder sein Qatar Airways auf den Ärmeln haben. Haben sie ja auch gehabt. Das ist halt wieder so widersprüchlich, weißt du, das geht halt einfach nicht. Ja gut, aber das macht ja jeder Verein ja praktisch selber. Das heißt Sponsoring gab es schon immer. Ja, aber das ist auch ganz klar als Sponsoring gekennzeichnet. Ja, ganz klar so gekennzeichnet, hey, das ist nicht unser Anliegen, da kriegen wir Geld dafür. Und nicht, wir bewerben jetzt freiwillig die Corona-App. Die haben ja, glaube ich, auch Geld gekriegt, oder? Dass sie die Corona-App beworben haben. Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, natürlich, der Staat hat ja Geld in die Corona-App gepumpt und in die Vermarktung der Corona-App. Und die Bundesliga hat da halt als Marktfläche halt angeboten und natürlich auch Geld gekriegt. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach so gesagt haben, so, ja, hey, okay, ja, gut, lass es mal da draufdrucken. So. Weißt du, was ich halt dumm oder ein bisschen... Aber das ist halt fragwürdig. Staatssponsoring ist halt fragwürdig. Das ist halt das Ding, oder? Und vor allem, du kannst halt nicht moralisch dich aufspielen als Bundesliga oder als Organisation und dann halt irgendwie solche Länder unterstützen wie Katar oder weißt du, und dann WMs dort ausrichten. Das geht halt einfach nicht. Ja gut, aber das macht ja nicht die. Ja gut. Ja, das ist natürlich, ja klar, das mit der WM in Katar ist nochmal so eine Sache, aber das Katar Airways ist jetzt Bayern. WM in Katar kommt übrigens auch zum Bundesliga-Stabentext. Und nicht nur WM in Katar, sondern allgemein Katars Einfluss im Fußball. Interessantes Thema. Welche Leute also an der Spitze stehen und den Fußball machen. Weil, und so. Vor allem der Hintergrund ist ja auch, gerade während der Corona-Krise haben ja einige Funktionäre anscheinend eine göttliche Eingebung gekriegt, dass man hier irgendwie im goldenen Löffel gelebt hat und jetzt müssen wir aber zurückfahren und ja, man sieht, dass wir das System zu weit getrieben haben und so weiter und so fort. Jogi hat aber trotzdem 100 Millionen gekauft. Jogi. Ja, Löw selber. Die Welt rächt sich jetzt. Ich glaube, die hatten da einfach gerade einen Panikanfall. Und rächt sie sich immer noch jetzt während der Nations League oder rächt sie sich immer? Ja gut, jetzt rächt sich halt bei den Spielen, oder? Ja, genau. Ja, irgendwie kommt die Rache. Ja, aber was hat sich jetzt verändert eigentlich? Ey, das hat wirklich jeder zweite Funktionär gesagt, ja, wir können das so nicht mehr weiterführen. Das ist ja klar, wir müssen jetzt anders wirtschaften. Das ist genau gleich gemacht. Ja, 100 Millionen für Havertz geht schon, oder? Ja, Chelsea hat halt das Geld, das muss man ihnen halt. Die wirtschaften damit sogar so halbwegs vernünftig. Also das ist halbwegs ja auch gar nicht. Ich finde, das ist auch gar nicht das Problem. Wenn viel Geld im Markt ist, dann ist ja klar, dass Spieler, die eben auch das Geld bringen, viel Gehalt kriegen oder sowas. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Weil, ich meine, das ist im Fußball ein Riesenmarkt geworden.
Ich finde, die Frage ist eher, worauf man schauen sollte, wer spielt denn das Geld in den Markt? Also das sind halt eben die katarische irgendwie Regierung oder irgendwelche Scheichs aus Abu Dhabi, die halt Leute foltern oder sowas. Und das ist halt dann eher diese Vorbildrolle, die man erfüllen muss und nicht, wir sind jetzt so vorbildlich, weil wir dem jetzt nur noch 2 Millionen zahlen und jetzt hier eine Gehaltsgrenze einfügen und zwar nicht, weil wir wollen, sondern weil wir müssen, weil es uns irgendwie um die Ohren fliegt. Bei manchen Vereinen halt. Was ich interessant fände, wäre eine Diskussion über Gehaltsobergrenzen. Also, weil es da ja Forderungen gibt, aber ob die sinnvoll sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, dann wäre es ja wie in der NBA, dass du halt ein gewisses Kontingent hast und so umsetzbar ist halt schwierig. Sinnvoll ist doch vielleicht schon, aber du musst ja auf mindestens mal europäische Ebene umsetzen können und das wird so schwierig sein, beziehungsweise unmöglich, würde ich sagen, dass du es in den nächsten Jahren nicht machen wirst können. Ja, ich glaube auch, dass Vereine dass Vereine wie PSG oder Man City eben nicht interessiert sind, sowas durchzuführen. Also, ja, die sowieso natürlich am allerwenigsten. Ja. Weil die haben ja das Geld, um den ganzen Markt einfach komplett zu sprengen. Also da zahlst du halt mal deine 200, 300 Millionen oder überlegst dir mal sogar mal 700 Millionen für Messi auszugeben. So. Es ist ja nicht so, als hätten die es gleich gesehen, so 700, wir überlegen es nicht mal. Aber die so, ja, hey, wenn wir 200 Millionen so zahlen und so, da hat sich die City bestimmt schon mal kurz angeguckt, ob das machbar wäre, so. Ja. Das ist schon krass. Vor allem, wenn du jetzt so Messi holst, also der kostet halt 200 Millionen, aber ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr hast du das durch Trikotverkäufe zur Hälfte schon wieder drin. Ich glaube, irgendwie damals, wo Ronaldo für über 90 zu Real gewechselt ist, da haben sie irgendwie ausgerechnet, nach einem Dreivierteljahr waren irgendwie 70 Millionen davon wirklich allein durch Trikotverkäufe schon wieder als Gewinn da. Aber ich glaube schon, dass für Juve jetzt zum Beispiel eher ein Verlust war, Ronaldo zu holen auf Dauer, weil sein Gehalt eben so hoch ist auch. Also, ja. Es kann sein, aber ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil marketingtechnisch, ich meine, dann. Es ist ein riesiger Erfolg, ja. Ja, dann wird es bestimmt. Also Messi und Ronaldo zu holen ist immer. Geben. Ja. Ja. Das lohnt aber sich für jeden Verein. Ist halt der Markt. Also, ich glaube auch nicht, dass du. Der wird sich von selber irgendwann regulieren, glaube ich. Ja, übrigens unterstützt die Petition, dass Messi zum VfB wechselt. Da gibt es einen. Ja, da unterschreibe ich sofort, ja. Ja, nächstes Jahr ist ja auch ablösefrei, also dann könnt ihr auch praktisch leisten, weißt du? Ja, safe. Ja, genau, nächstes Jahr, wenn ihr dann wieder Zweitligist seid. Ja, genau. Und dann kommt der bestimmt. Ja, genau. Ja. Er spielt Messi im Volksparkstadion. Ja, hey. Da würde ich auch hingehen. Der schießt Hamburg allein in die erste Liga wahrscheinlich, ja. Ja gut, da habe ich ja auch drauf spekuliert, dass der vielleicht zum HSV, weiß. Traditionsverein und so. Ja, tödliches Doom-Doo mit, wen habt ihr jetzt geholt? Terodde. Mit Terodde, ja. Ja, wobei natürlich dann Messi sich an Terodde ein bisschen hochziehen kann. Ja, genau. Da, ja. Also, der muss sich was abschauen bei ihm, genau. Ja.